Eine ziemlich abgehobene neue Welt mit konkreten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ist das neue Steckenpferd des US-Giganten Facebook. Metaverse heißt das neue Zauberwort. Laut Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eine virtuelle Umgebung, in der man mit Menschen in digitalen Räumen zusammen sein kann. Dafür will das soziale Netzwerk in den kommenden 5 Jahren in der EU 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Das Meta-Universum ist die nächste Generation des Internets, eine Cyberwelt, in der physikalische Realität mit erweiterter und virtueller Realität verschmilzt. Es habe das Potenzial, den Zugang zu neuen kreativen, sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu eröffnen und die Europäer würden es von Anfang an mitgestalten. Kritische Stimmen wittern eher ein Ablenkungsmanöver. Facebook steht nach den Enthüllungen einer Whistleblowerin und massiven Ausfällen unter Druck. Facebook hat zweifelsohne einen großen Imageschaden erlitten, sagt Javier Espinosa von der Financial Times. Gerade läuft in Brüssel eine kartellrechtliche Untersuchung, bei der es darum geht, ob das Unternehmen die Daten, die es von seinen Nutzern sammelt, zum Nachteil von Konkurrenten einsetzt oder nicht. Die ehemalige Facebook-Managerin Frances Haugen hatte Facebook Anfang Oktober bei einer Anhörung im US-Senat unter anderem vorgeworfen, gewusst zu haben, dass Instagram der psychischen Gesundheit junger Menschen schaden könne, habe aber nichts dagegen unternommen.